Grüß dich Gott, Freunde und Gleichgesinnte. Mit Schlaselwick ist hier. Gemeinsam auch mit Björn aus Deutschland. Doch wir sind heute nicht in Deutschland, sondern wir befinden uns eigentlich fast im tiefsten Sibirien. Bären auf der Straße haben wir noch keine gesehen. Doch in Sibirien haben wir jetzt auch den Schnee gesehen. Ja, was auch jetzt normal ist zur winterlichen Zeit. Und ja, ich habe auch einen Björn in Sibirien getroffen. Björn ist eigentlich ein Kerndeutscher, kann man auch so sagen. Ja, der auch aus Deutschland mit einer Russen-Deutschen ausgewandert ist und jetzt auch in Sibirien wohnt. Du hattest auch in Berlin einen Kaffeerösterei gehabt. Genau, wir sind aus Berlin gekommen und meine Frau, wie du schon sagst, Russlanddeutsche, hat vor 2 Jahren im Prinzip den Wunsch gehabt, wieder in ihre Heimat zu gehen. Und in erster Linie sie mal zu besuchen. Und daraus ist eben mehr geworden und haben festgestellt, dass das für uns eben eine Perspektive sein könnte, dort auch unser Leben zu verbringen und unsere Existenz auch weiterhin aufzubauen. Das war dann mit so der Grund, ne, aufgrund erst einer Reise zu sagen, ja, wir machen das, ne, wir entscheiden uns, wir haben uns schon, ich selber habe mich über Russland schon weitestgehend informiert gehabt, natürlich auch durch Jana, meine Frau. Und wir haben dann alles beschlossen, Jana ist vorausgereist, hat da im Prinzip den Grundstein gelegt in ihrer Heimatstadt, hier in Sibirien, im Kemerovo Oblast. Und nach und nach bin ich dann immer wieder gependelt und habe dann die ganze Situation auch kennengelernt und habe entschieden, ja, für mich ist das was. Ja. Ich mag diese Landschaft, ich mag diese Menschen. Natürlich ist jedes Auswandern erstmal ein Abenteuer. Das ist natürlich auch eine Motivation gewesen. Das ist auch was anderes. Wir haben aber auch schnell gemerkt, dass uns die Großstadt, so wie Berlin wir jetzt in den letzten Jahren erfahren haben, auch ein bisschen zu viel geworden ist. Wir haben das auch hier sehr genossen, dass hier so eine große Weite herrscht. Und das war dann der erste Schritt. War dann doch ein längerer Weg, das dann von uns bis zum Ende durchzuziehen, bis zum Schluss jetzt die Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, ja, und jetzt letztendlich auch arbeiten zu dürfen für mich. Ich frage dich dazu noch was. Wir haben uns ja auch jetzt mit Björn kennengelernt, auch wegen meiner ganzen Aufklärungstätigkeit. Ja. Deswegen macht es Sinn, auch mit Telegram zu abonnieren. Ja, weil so über Telegram haben wir jetzt auch Kontakte auch miteinander aufgenommen und sind einen Tag länger hier auch in Kemerovo geblieben, um mal sich das Ganze anzuschauen. Und ja, wie ich schon sagte, weil bei Telegram bist, heißt das, dass du einer der aufgeklärteren Menschen bist. Ja, auch der weiß, was in Deutschland und in der Welt auch läuft. Du hast aber gesagt, dass du dich auch über Russland schon im Vorfeld informiert hast. Und du informierst dich ja nach wie vor, auch was in Deutschland los ist, ja, und auch was die Medien auch über Russland erzählen. Wie war denn eigentlich dein Bild, was du aus den offiziellen Medien auch in Deutschland gehört hat, das über Russland, was die auch dann dir vermittelt haben, und wir hatten deine praktische Erfahrung hier. Ja, wie du schon sagst, wir sind auch schon längere Zeit in diesem Aufklärungsbereich oder in den bewussten Bereich der Wahrnehmung übergegangen, oder es hat unser Leben berührt, und natürlich bin ich in die, was Russland betrifft, auch eher, habe ich 2 Seiten kennengelernt. Natürlich die Geschichte Russlands, seitens durch meine Frau und dann auch durch viel Recherche. Und viel Interesse auch an der Geschichte überhaupt, an der Geschichte Russlands und an der Geschichte Deutschlands. Das, von daher war ich natürlich schon ein bisschen vorgeprägt, auch mit einer Sichtweise, die vielleicht nicht der Präsentation entspricht, was die Medien sozusagen darstellen oder wie Russland durch diese Medien bei uns momentan vor allem dargestellt werden. Wir hatten sicherlich schon bessere Beziehungen mit Russland, als der Kalte Krieg zu Ende war. Das Bild hat sich natürlich stark gewandelt in den letzten Jahrzehnten, vielleicht schon länger, 2 Jahrzehnten. Ja, und natürlich habe ich das beobachtet und immer sehr kritisch. Ja. Und diese Sichtweise, die dort dargestellt wird, entspricht in vielen Bereichen überhaupt nicht, ja, also der Darstellung. Die Russen sind genauso, die russischen Menschen sind genauso Menschen, sehr liebevolle, sehr freundliche Menschen. Ich war sehr überrascht von dieser extremen Freundlichkeit. Ja, das muss ich sagen. Hast du damit gerechnet überhaupt? Nein, also ich wusste das eigentlich nichts. Ich habe Russen in Deutschland kennengelernt, ne? Aber dass diese Menschen so freundlich sind, eine so große Gastfreundschaft anbieten und dass diese extreme Freundschaft zu Deutschen, man kann schon sagen, Liebe, ne? Es ist so,
das überrascht einen sehr. Also, dass die Deutschen so geachtet und geschätzt und geliebt werden und man sich austauschen möchte in diesem Land. Ne? Egal, wo man hingekommen ist, der Austausch war so wichtig für die Menschen. Ne? Und wir wurden so oft eingeladen, kommt doch mal vorbei, nur weil wir Deutsch auf der Straße gesprochen haben, wildfremde Menschen. Und wurden dann sehr gut bewirtet und wir durften mit in die Banja und haben den kompletten Intimsbereich von Familien kennenlernen dürfen. Ja, wo man sagen muss, wow, gut ab. Also eine sehr große Gastfreundschaft und eine Liebe zu Deutschen. Bei allem, was wir geschichtlich miteinander zu tun hatten und auch jetzt noch miteinander zu tun haben, ja, aufgrund der Sanktionen und der Maßnahmen und der auch wirklich nicht gerade freundschaftlichen Berichterstattung über Russland, weil es kann natürlich die Politik betreffen, aber was die Menschen betrifft, ist es in keinster Weise gerechtfertigt. Mhm. Ja. Das ist sehr ungerecht, weil wir wirklich uns sehr nahe stehen eigentlich. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, dass dein Projekt Garussia zum Beispiel absolut Sinn macht. Wir natürlich unterschiedlich sind. Wir sind wirklich auch teilweise in großen, sehr unterschiedlich. Ne? Also, aber diese Unterschiedlichkeit ist eigentlich eher von Vorteil, weil dadurch eine Ergänzung entsteht. Ja. Ne? Und ich sage immer wieder, das Beste von den Russen, das Beste von den Deutschen zu nehmen. Ja, es ist wirklich ein gutes Team, wenn man möchte. Ich habe auch mit jungen Leuten dann zusammengearbeitet. Wir haben kleine Sachen gebaut, repariert, saniert und so weiter, was eben so anlag. Und ich habe natürlich kennengelernt, wie sehr deutsch ich bin, obwohl ich das eigentlich gar nicht so von mir selbst dachte. Und was es heißt eigentlich, Russisch zu handeln, zu denken, zu fühlen, das ist, wie gesagt, sehr echt, sehr direkt. Es gibt eigentlich keine Höflichkeit in dem Sinn, das kann verstörend sein, aber ich habe es zu schätzen gelernt. Und durch diese Ergänzung, wenn wir was gemacht haben, ich plane sehr genau, ich habe dann von jedem Möbelstück, was dann angefertigt werden muss, den Plan gemacht. Und diese Pläne hat man kurz angeguckt, zur Seite gelegt und man hat angefangen. Und zusammen war das immer sehr gut, muss ich sagen. Ich habe dann aber auch andersrum, haben dann Freunde eingesehen, dass es doch besser ist, vielleicht etwas mal besser auszuplanen, auszudenken, weil man dann doch ein schöneres Ergebnis bekommt. Ja. Das sind so, also von daher, ich glaube, die russische Mentalität und diese deutsche Mentalität, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und gelernt hat, mit diesen Andersartigkeit wirklich von Herzen her umzugehen, es macht sehr viel Freude von beiden Seiten aus. Man leckt sich viel, natürlich kommt es schon rüber, da bin ich speziell sehr deutsch. Ja, und dann ist auf der anderen Seite der Mitarbeiter oder das Projekt sehr, sehr russisch und sagt, nee, das können wir an dieser Stelle nicht so machen. Und ja, ich habe dann recht, aber es ist in beiden Seiten sehr ausgeglichen und nach einer Weile respektiert man sich und kommt ziemlich schnell an die Ziele, die man sich gesetzt hat. Mhm. Und hast du jetzt auch nicht als einfacher Mensch praktisch in Russland Erfahrungen gemacht, sondern auch als Unternehmer. Ja. Ja. Wie sind denn jetzt deine Erfahrungen als Außenseiter, der bis dahin kannte auch das deutsche Rechtssystem, auch die ganze Verwaltung und so weiter und jetzt komplett neue Erfahrungen auch in den Russen zu machen? Was kannst du dazu als Unternehmer sagen? Die unternehmerische Welt in Russland steckt immer noch teilweise in den Kinderschuhen, vor allem in der breiten Masse. Ja. Es gibt schon die Spitzen natürlich, es gibt die Unternehmer, die schon Ende der 90er, Anfang der 2000er gesehen haben, wie es funktioniert und was zu tun ist. Die sind auch sehr reich geworden, sehr wohlhabend geworden, haben sich auch durchsetzen müssen. Das ist jetzt hier keine Struktur, die das, wie bei uns in Deutschland, die da über Jahrhunderte vielleicht oder Jahrzehnte gewachsen ist. Das ist ein Bereich, der uns auch erstmal ein bisschen überrascht hat. Zum einen gibt es dort die Administration, die sehr interessiert sind, dass das Unternehmertum, vor allem junge Unternehmer, in diesen Bereich hineingehen, in diese Selbstständigkeit, in überhaupt das Unternehmertum zu schätzen wissen, die Selbstständigkeit an sich. Und das wird sehr befördert, seitens der lokalen Administration. Und ich denke mal, die lokale Administration wünschen sich sogar noch viel mehr. Mhm. Ja, zu Recht.
weil es gibt viele Bereiche, die nicht mehr lebendig sind, auch in dieser kleinen Stadt, wo wir zuerst gewohnt haben. Früher gab es dort eine Tischlerei, eine Schreinerei, dort gab es eigentlich alles wie gehabt, ja, auch bei uns. Es ist aber alles brach mittlerweile. Das sind Bereiche, die eigentlich wiederbelebt werden sollten. Und ich sehe da ein bisschen Probleme, weil zum einen auch das Fachwissen, ne, ein bisschen mitgestorben ist. Es sind viele, auch gerade zum Beispiel im Baubereich. Früher gab es Handwerker ohne Ende, kleine Baufirmen, die haben Häuser gebaut. Und heute, dann kamen diese Wände, wo im Prinzip dann Firmen sich zu großen Firmen zusammengetan haben und dann europäischen Standard angeboten haben, den dann diese kleinen Firmen gar nicht mehr erfüllen konnten, der ja auch extrem teuer wurde dann. Also die Bauweise hat sich verteuert, es war gar nicht unbedingt notwendig. Und so sind ein paar Spitzen entstanden, die vielleicht durch Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, korrigiert werden können. Es fehlt ein bisschen an Fachwissen, ja, gerade auch im Handwerksbereich, in vielen anderen modernen Bereichen, die weltweit vorhanden sind, IT oder so, ist das überhaupt kein Thema. Aber in den Basisbereichen. Mhm. Ja. Ansonsten wird man sehr unterstützt und sehr gefördert. Die Strukturen in der Verwaltung sind ausgeprägt. Es gibt einen sehr guten Service. Wir haben keine Wartezeiten. Wenn Hilfe benötigt wird, es gibt so viele Stellen, wo bereitstehen und einem bei jedem Problem helfen. Von dieser Seite ist es sehr gut vorbereitet. Mhm. Also es fehlt ein bisschen so diese, es wäre wieder super, wenn wir eine gute Zusammenarbeit hätten, weil dieses Fachwissen aus Deutschland, ne, es gibt sicherlich viele Tischlereien, Schreinereien in Deutschland, wenn sie sich hier aktivieren würden oder etwas tun würden, Zusammenarbeit forcieren würden, wäre das für beide Seiten ein großer Vorteil, weil ein großes Potenzial in der Wirtschaft immer noch vorhanden ist. Also du siehst auch in Russland für Unternehmen auch ein Potenzial. Ja, ja, natürlich ist das, viele haben Angst momentan aufgrund der künstlich angespannten Situation wegen Sanktionen. Aber ich denke mal, das ist nicht gerechtfertigt, ne, weil gerade in Zusammenarbeit mit den Menschen und nicht mit der Politik, ne, die ja natürlich handeln muss, wie sie handelt manchmal, aber mit Menschen vor Ort, mit der Wirklichkeit vor Ort, sehe ich das eigentlich als gefahrlos an, wenn man hier was machen möchte. Es gibt auch die ein oder andere Bäckerei, die versucht, auf den russischen Markt zu kommen. Mhm. Es gibt immer wieder Menschen, die dann mit ihrem Handwerk auswandern, Landwirtschaft auch, mhm, ne, und sehr erfolgreich werden können mit den Menschen vor Ort. Mhm. Ne. Und von daher, also der Einzelunternehmer hat ja garantiert eine Chance, etwas zu erreichen. Ne. Russischkenntnisse ein bisschen vorausgesetzt. Und natürlich, es gibt auch Möglichkeiten, mit Menschen zu arbeiten. Es gibt unterschiedlichste Arten, wie Menschen das hier versuchen. Ne. In Moskau ist es auch nicht anders als hier. Es gibt auch Unternehmer in Moskau, die bis heute noch kein Wort Deutsch sprechen, mhm, aber erfolgreiche Unternehmen auf die Beine gestellt haben. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Ne? Sagt wohl Ruski. Ja, und Tschuruski. Könnte besser werden. Auch, ne? Also ich lerne jeden Tag und es ist eine ganz andere Schriftsprache natürlich auch. Ne? Aber ich kann mittlerweile schreiben, ne? Und ich bin natürlich noch abhängig von meiner Frau, die natürlich fließend Russisch spricht. Ne? Bin auch sehr dankbar. Aber ich denke, da muss ich auch noch ein Stück weitergehen, weil diese Kommunikation mit Menschen hier ist sehr spannend. Mhm. Dieser Austausch ist ja nicht einseitig, dass ich mich nur austauschen möchte, ja, sondern das Interesse ist einfach da, sich auszutauschen. Also das Interesse, was glaubst du, ist das Interesse der Russen an dir als Menschen da sozusagen, dass jemand von außen kommt nach Russland? Oder woher kommt also dieses Interesse? Das Interesse ist nicht allein wegen meiner Person. Ich denke, das, was auf mich projiziert wird, ist da. Auf dich projiziert, ja. Dass du als Deutsche jetzt in Russland bist. Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich erst gemerkt habe, wie deutsch ich bin, weil diese Projektion zeigt einem auch ganz deutlich und man wächst da auch ein bisschen hinein in diesen Schuh, den man sich nicht freiwillig anzieht, aber man merkt eben auch was Gutes am Deutschsein zum Beispiel. Mhm, ne? Wo man vielleicht vorher sagte, na gut, muss das sein oder so, aber das sind so Bereiche, die eher auf einen projiziert werden und man dafür steht. Natürlich ist die Persönlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen immer wichtig. Ich kann sie nicht mit jedem gut auskommen in Russland. Aber die Neugier, das Interesse, das, für was wir stehen, momentan, weil ich als Deutscher hier, der ja nach, ich bin ja hier ein Exot, muss man schon so sagen. Und es ist eine,
einfach die Projektion, für was auch der, für was Deutschland steht, für wie gut Deutschland ist. Mhm. Bei allem, was passiert. Der russische Mensch, der mir begegnet, sieht Russland als sehr gut, Deutschland als sehr gut an, ne? Und schätzt es und achtet es und respektiert es, ne? Mit all seinen Errungenschaften, ne? Mit allem, was sie auf die Beine gestellt haben, Pünktlichkeit, also die ganzen typischen Klischees, was hier einfach aber geachtet und respektiert werden. Mhm. Ne? Und das spiegelt sich natürlich dann auch in einer von Natur aus vorhandenen Freundlichkeit nochmal deutlich wieder. Mhm. Und von daher geht es in die Richtung. Mhm. Du hast ja auch schon was auch in Russland gesehen, also du warst jetzt nicht nur in Kemerovo, sondern auch ein bisschen auch außerhalb. Ja. Viele erzählen auch, ja, dass Russland so schön ist, wenn ihr auch mal dort gewesen seid. Und wie war das auch für dich? Weil du kommst ja eigentlich von der Schwäbischen Alb ursprünglich. Ja, und auch in Berlin hast man ja auch kennengelernt, auch andere Teile Deutschlands. Und wie ist es aber jetzt auch Russland für dich, auch von der Landschaft her, Atmosphäre und so weiter? Die Atmosphäre ist sehr speziell, um damit anzufangen. Ne? Also für mich ist das natürlich zum einen wie eine Zeitreise so gefühlt, aber eigentlich könnte man auch nur sagen, das ist eine andere Kultur. Ne? Natürlich ist hier vieles in dem Bereich noch im Argen. Man könnte sagen, man könnte ja viel mehr renovieren oder sanieren. Ne? Aber das Russland tut sehr viel, finde ich. Ne? Das ist, es werden Schulen saniert, es werden jetzt Krankenhäuser saniert, es werden die wichtigen Bereiche saniert. Jedes Haus, jede Wohnung, also ich sag mal zu 95%, sind bewohnbar, sind in Ordnung, funktioniert die Heizung, funktioniert das Wasser. Ne? Optisch ist das natürlich fragwürdig, ob das so, kann ich nicht vergleichen mit Deutschland. Mhm. Ne? Aber es ist halt auch eine gewisse Notwendigkeit, erstmal sich auf Dinge zu konzentrieren in so einem großen Land, ja. Ne? Zu einer weitläufigen Infrastruktur, die Basis wieder herzurichten oder zum Laufen zu bringen, und das funktioniert sehr gut, Kindergarten, Schulen, Krankenhäuser, das ist alles in einem sehr modernen Bereich. Ich musste auch mal hier ins Krankenhaus und habe eigentlich zwei Krankenhäuser kennengelernt. Hast du noch alles da und hier? Ja. War nur eingeklemmt danach, aber war kurz erschreckend. Und ich habe dort auch, es ist sehr modern, die Ärzte, auch das Gesundheitssystem, sehr viel, es wird einem sehr viel Zeit gegeben. Mhm. Es gibt sehr lange Wartezeiten zum Teil. Aber das heißt auch, wenn ich eben eine Dreiviertelstunde bei dem Arzt jetzt benötige, dann wird mir die auch gegeben. Also es wird nicht auf die Uhr geschaut, ja, was die Kasse zahlt. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Trotz der, na, es gibt immer diesen Notaufnahmebereich, der ist dann meistens ein bisschen einfacher gestaltet, aber sobald man tiefer reinkommt in so ein Krankenhaus, ist das sehr modern. Mhm. Ja, und sehr freundliches ärztliches Personal auch, oder die Ärzte an sich, und eine sehr direkte, sehr direktes und intensives Gespräch mit den Patienten. Mhm. Also es ist ein Austausch, ne? Habe ich sehr wertgeschätzt, muss ich sagen. Hier gibt es sehr viele Kliniken, also so private Kliniken, so Ärztehäuser kann man sagen. Auch dort ist das immer sehr, sehr angenehm gewesen für mich. Mhm. Ne? Niemand möchte ganz zum Arzt, aber es war sehr positiv. Mhm. Und die Landschaft an sich ist natürlich sehr weitläufig. Ne? Also dieses beginnt bei den normalen Straßen. Also wenn man eine Straße überquert, ist natürlich neben der Straße nochmal so breit in der Straße Platz. Ne? Das ist natürlich ein riesengroßes Land und da spiegelt sich in jedem kleinen Bereich wieder. Städte sind zum Teil sehr gedrungen, die Häuser sind klein gehalten. Es gibt wenig Fenster natürlich aufgrund des Klimas. Ne? Das sind so typische Eigenheiten, aber an sich ist die Landschaft, wo wir uns befinden, im südwestlichen oder südlichen Teil von Sibirien, hat ein sehr gutes Klima im Winter. Ich mag das, also es sind mal ein, zwei Wochen unter 30 Grad minus, aber sonst zwischen 10 und 20 Grad minus. Heute ist minus 5, glaube ich. Wenn überhaupt, ist ein sehr milder Winter auch hier. Ja. Und ansonsten ist da natürlich alles sehr viel wilder als bei uns. Wenn man in den Wald möchte, muss man wirklich in den Wald laufen. Es gibt keine, also durch den Schlag sozusagen. Ne? Man findet hier keinen, nicht diesen Waldweg in dem Sinne. Es ist sehr naturbelassen. Es gibt natürlich genügend Sachen, die man auch verbessern kann. Mhm. Ne? Das sind aber Bereiche, ich denke da in so einem großen Land und aufgrund der Geschichte der letzten 60, 70 Jahre in Russland, nun gibt es einfach viel zum Tun. Mhm. Ja. Und ich sehe es immer als Potenzial. Mhm. Und es wird auch sehr viel vorbereitet. Auch für, also nicht seitens jetzt von Moskau, sondern wirklich von den regionalen Administrationen. Es wird
versucht viel zu bewegen. Ne? Es ist immer etwas da, was passiert, oder man baut was oder man renoviert was. Hier in Kremerer wird jetzt eine Brücke saniert komplett. Also es wird Schritt für Schritt die Infrastruktur versucht zu verbessern. Mhm. Das wird seine Zeit dauern. Ne? Aber wie gesagt, es ist ein extremes Potenzial. Ja, ja, es wird auch jetzt viel Geld in die Infrastruktur investiert, weil ja. Beschäftige mich auch hier damit, und es ist über 1 Billion Rubel wird jetzt auch dafür bereitgestellt, und insbesondere im ländlichen Bereich, also jetzt außerhalb von Moskau. Deswegen wird noch mit Sicherheit auch einiges kommen in den nächsten Jahren. Weil du auch ja auf Telegram ja alles mitbekommst, was es sich auch ja tut, du weißt ja, dass wir auch ja die beiden, also die Russlandreisen auch mitorganisieren, mit dem Ziel, so die Völkerverständigung auch dann wiederherzustellen, besser gesagt, ja. Und wo wir auch dann die Menschen mit aus Deutschland einladen, nach Russland zu kommen, sei es nach Moskau oder auch nach Stalingrad. Und falls dir das Gespräch bisher sehr interessant war, dann würde ich sehr bewerten, das Ganze auch positiv. Schreib unten drunter deine Meinung, was du darüber denkst, über die Erfahrungen in Russland, falls du selber schon mal in Russland gewesen warst, wie die Menschen dich empfangen haben. Das würde nicht nur mich, sondern auch mich mit Sicherheit auch dann interessieren, wie es den anderen Deutschen auch in Russland ergangen ist. Und wie siehst du das jetzt, um mal jetzt das abzuschließen, das Thema, wie wichtig ist das, dass die Menschen aus Deutschland nach Russland kommen, sei es jetzt mit uns an den, mit den Reisen oder allgemein so jetzt wie du, auch es gibt ja einzelne Touristen, weil ich erzähle ja immer wieder in meiner Aufklärung, weil ich ja auch mit Russland sich ja auch auskenne, sage, das, was euch die meisten Medien berichten über Russland, stellt euch 180 Grad das Gegenteil. Ja, dann liegt näher an der Wahrheit. Ja, und du hast ja eigentlich genau da auch diese Erfahrung gemacht. Ja, was diese Menschen betrifft, stimme ich dir da zu 100% zu. Ja. Ich finde diese Völkerverständigung zwischen den Menschen sehr wichtig und sehr guttunend, auch sehr für Deutschland an sich. Wir in Deutschland sehen uns nach Entschuldigung, ja, und bitten um Verzeihung auch gleichzeitig und warten, dass uns verziehen wird. In Russland ist es schon längst passiert. Mhm. Also die Russen haben den Deutschen verziehen? Den Menschen an sich ist mein Eindruck, das Verzeihen, ich denke, das ist schon schneller passiert, das hat keiner von uns mitbekommen. Mhm. Ich habe das nicht so damit gerechnet. Es gibt sicher Spitzen oder habe ich aber leider nicht wahrgenommen. Ja, ich denke, wir sehen uns nach Verzeihen, und hier ist es schon längst passiert. Mhm. Ja, und ich denke, das sollte man wertschätzen. Ja, und sollte man auch mal beobachten oder erfüllen oder erfahren durch eine Reise mit dir oder doch allein. Ja, was es bedeutet. Ne? Und dass diese Vorurteile, die da jetzt gesät werden, ne, was die Menschen hier betrifft, jeder kann eine andere Meinung sich bilden, aber ich stehe jetzt hier für die Menschen, mit den Erfahrungen, die ich direkt gemacht habe, sollte man das einfach mal ausprobieren, ja, und zu schauen, ja, was bedeutet das, wenn ein Mensch wirklich so offen ist, nach diesen Erfahrungen, die unsere Völker miteinander gemacht haben, ne? Die schlechten Erfahrungen, und dass es auch mittlerweile Zeit sein könnte für sehr positive Erfahrungen. Ne? Und von daher, ja, ich denke, der Russe an sich, der Mensch in Russland, der freut sich sehr über den Besuch, ja, und sehr über diesen kulturellen Austausch. Und für den Deutschen ist es, glaube ich, noch eine wertvollere Erfahrung. Ja. Er schenkt natürlich diese Kultur und diesen Menschen auch wiederum das Interesse und die Aufmerksamkeit. Ich denke, das ist hier den Menschen sehr bedeutsam. Mhm. Ja. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man Menschen sagt, dass sie hier in einem schönen Land leben. Ja. Guten Land leben, und dass er, auch wenn nicht alles gut scheint, ne, sie sollten sich nicht ständig vergleichen, sondern wirklich ihre eigenen Projekte durchziehen. Und ich denke, dass schon wichtig ist oder sehr interessant sein kann für Menschen, die aus Deutschland nach Russland reisen, das mal wahrzunehmen. Also ich habe auch öfter mal gelesen, so in touristischen Reiseführern, in erster Linie reist man nach Russland mit dem Gedanken, dort ist alles gefährlich, dort wird man besoffen und so weiter, dort wird man beraubt. Insbesondere in Sibirien alles kalt, ja, dass ich mir alles anhören muss. Es gibt hier sehr warme Sommer, sehr heiße Sommer. Aber es ist natürlich die Erfahrung, die dann nach einer Woche sind die Vorurteile erstmal weg. Nach 2 Wochen dann fühlt man sich richtig wohl. Und nach 3 Wochen möchte man nicht mehr zurück. Mhm. Aber man hat diese Vorurteile in. Und ich denke, die sind auch so ein gewisses Dogma, die sind gewachsen. Nur Mut, man muss nicht gleich hier alleine durch Russland reisen. Es gibt geführte Gruppen, um das kennenzulernen. Ne? Ja. Mit dir zum Beispiel. Ja. Das ist eine gute Möglichkeit, ne, das mal wahrzunehmen. Ja.
Also wir sagen ja auch immer wieder den Menschen, also dass die mit uns auch unvergessliche Reisen erleben werden, weil selbst auch wie wir gestern auch dann in durch Kemerovo auch unterwegs waren und wir auch dann mein Bruder waren gesagt hatte, wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die sich über den Schnee gefreut haben. Ja. Und das konnte man auch so richtig auf diese märchenhafte, ja, also Kunststücke auch dann erleben. Und das ist das, was auch Russland oder insbesondere Sibirien auch im Winter auszeichnet. Und ich habe heute auch auf Telegram darüber auch gepostet und gesagt, wenn man weiß, wohin man in Russland und wann man gehen sollte, dann kann man das ganze Jahr über ein märchenhaftes Russland auch erleben. Wie siehst du das selber jetzt? Abschließend eine Frage. Die Wichtigkeit und die Notwendigkeit jetzt der deutsch-russischen Zusammenarbeit, also auch das deutsch-russische Bündnis, die Grüße, um das Ganze mal zu realisieren. Und was glaubst du selber jetzt praktisch als Deutscher, der jetzt in Russland auch dann lebt, was muss denn getan werden, damit wir das Bündnis irgendwann mal auch dann erreichen, falls es auch dann wichtig auch dann ist? Und was müssen wir denn tun, um das Ganze schnellstmöglich zu erreichen? Es gibt, denke ich, mehrere Wege, die man dann gehen kann. Ja, für mich ist natürlich der ganz normale völkermenschliche Austausch der eine Weg. Ja, das heißt, durch Tourismus dieses Land kennenzulernen. Wie du sagst, das ist zu jeder Jahreszeit eine Erfahrung. Ja, der Winter ist natürlich ein Winter, aber dazu gibt es warme Kleidung. Ja. Hier gibt es Skigebiete, die man erfahren. Also jeder kann ja seinen Weg gehen. Ja, das ist für mich der eine Weg, dass man sich öffnet für diesen Tourismus nach Russland. Das ist ein ganz normaler Weg, den jeder gehen kann. Zum anderen ist es natürlich dieser wirtschaftliche Weg, den Unternehmen gehen könnten. Ne? Und ich denke auch seitens von Russland wird sicherlich schon viel getan, aber es gibt auch IHKs, die mit, also auf beiden Seiten gibt es diese Institutionen, ja, ja, die da im Prinzip zusammenarbeiten. Es gibt schon viele Institutionen, die die Wirtschaft und die wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern. Es gibt auch einige deutsche Firmen, die hier tätig sind. Ja, einige 6.000. Ja, also mehr als 6.000. Also es ist, denke ich mal, schon noch ein Geheimtipp, wenn man möchte, ja, weil dieses Potenzial einfach riesig ist. Man darf nicht meinen, dieses also Verbesserungswürdige ist einfach Potenzial. Ja, klar, ja. Vor allem für die Wirtschaft. Und ich denke, es ist wichtig, einen Wissenstransfer zu vollziehen oder vorzubereiten und einzuleiten. Ja, es gibt Bereiche, in denen Russland, denke ich, sehr weit ist, ja, vielleicht sogar alternativ und weiter als wir, oder Bereiche, wo wir gerade aufgrund von Trends wieder hinkommen, zum Beispiel die Selbstversorgung mit Lebensmitteln, das ist hier immer noch wie seit Ewigkeiten so. Ja. Ich denke, die Selbstversorgung hier besteht zu 70-80% im ländlichen Bereich. Jeder hat seinen Garten. Also die Russen sind sehr naturverbunden, immer noch. Und da haben wir auch Gemeinsamkeiten. Aber der Wissenstransfer seitens Deutschland zu Russland, ja, und der Kulturtransfer, der ist sehr wichtig und sollte gefördert werden. Trotz den Spannungen, die weltpolitisch inszeniert oder entstanden sind. Das soll jeder so bewerten, wie sein Wissensstand eben das erlaubt. Ja. Aber der Wissenstransfer ist für mich wichtig, für die Völkerverständigung, die Freundschaft. Eine Frage fällt mir jetzt noch ein. Die muss ich unbedingt auch jetzt hier stellen und für euch allen wird es mit Sicherheit noch interessieren. Weil du auch ja offen aufgewacht bist und bewusst bist, weißt doch die Situation in Deutschland zu deinem eigenen Selbstwertgefühl, zu deiner eigenen Nationalität und so weiter. Und das würde mich interessieren, jetzt deine Meinung, wie hast du es hier in Russland bei den Russen erlebt? Ja? Auch wie stehen die auch zu sich selber, ja, als Nation, als Volk? Und wissen die überhaupt über die deutsche Problematik auch dann, ja, und können die überhaupt dann so jetzt den Deutschen verstehen, was auch in Deutschland vieles jetzt auf dem Schiff läuft, weil ich bin mir sicher, dass viele Russen bestens aufgeklärt sind, weil du sagtest ja auch in, ja, es ist überall laufen Nachrichten, ja, und aber was sagen denn die Russen dazu? Ja, also ich bin ja ehrlich, die Menschen in Russland, die sind sehr bei sich selbst, ne? Also die eine Gemeinschaft definiert sich jetzt nicht über die Medien oder so, sondern wirklich über die Traditionen, die hier lebendig sind. Mhm. Feiertage sind den Menschen hier sehr wichtig. Egal ob Silvester oder die Feiertage zur Beendigung des Krieges oder sonstige, werden hier sehr groß gefeiert und wahrgenommen. Ne?
Und das verbindet natürlich extrem. Ansonsten sieht der Mensch sich hier in Russland so, wie er ist. Also er ist sehr natürlich. Ich kann da gar keine Besonderheiten in irgendeiner Form von der Prägung feststellen. Ja. Die Russen haben so viel erlebt. Ne? Die haben sich immer angepasst und sind einfach trotzdem sie selbst geblieben. Ne? Es gibt immer Spitzen in allen Bereichen, aber es ist meine Wahrnehmung, es mag subjektiv sein. Ne? Aber im Vergleich zu Deutschland, ne, ist das natürlich hier ist die Echtheit der Menschen sehr im Vordergrund. Ne? Also hier, wie schon gesagt, es gibt hier nicht diese Höflichkeiten und so nimmt man auch nichts an, keine Trends in dem Sinne, also nicht hier jetzt im ländlichen Bereich, Moskau oder St. Petersburg ist vielleicht nochmal was anderes. Ne? Da ich selber war da allerdings auch noch nicht, aber es ist so meine Einschätzung aufgrund der Situation in Großstädten weltweit. Und was in Deutschland passiert, wenn es transportiert wird und wenn es ankommt, auch durch Gespräche, ist es unverständlich. Mhm. Man glaubt das auch nicht. Ne? Also ich denke, da geht jeder eben auch von sich selber aus und der Mensch in Russland projiziert, was er ist, auf alle anderen Menschen, so wie es eben ist bei Menschen. Ne? Und wenn man dann erzählt, wie das so funktioniert, ein wichtiges Thema ist interessanterweise auch, egal mit welchen Menschen man spricht, dass sehr viele Flüchtlinge in Deutschland sind. Und das wird sehr kritisch betrachtet, weil es auf eine Art und Weise unkontrolliert stattfindet. Ja, das ist ein Thema, aber mit auch schon das einzige Thema. Ansonsten steht im Vordergrund in erster Linie, ne, dass die Menschen hier in Deutschland sehr schätzen und achten und respektieren. Das ist meine Wahrnehmung. Ja. Interessant, ja. Ja, danke auf alle Fälle auch für die Infos. Ich bin mir sicher, dass die Menschen, die das auch später mal auch anschauen, hast du eine eigene Erfahrung gezeigt und beziehungsweise Russland auch dann gezeigt, was sie vielleicht bis dahin auch noch nicht erlebt hatten. Deswegen, Freunde, traut euch mal nach Russland mitzukommen, ob es wirtschaftlich, privat, sonst wie, also, wer mit uns kommen möchte. Im Juni machen wir die Reise, wo es um die Wiederherstellung des deutschen Selbstwertgefühls geht, weil am 12. Juni ist der Tag Russlands, also dein Einheitsfeiertag, wo die eigene Nationalität auch gefeiert wird, das eigene Selbstwertgefühl. Wer das mal in echt erleben möchte, kommt auch mit. Wie gesagt, unter dem Video stehen weitere Informationen als in der Beschreibung. Und dir, Björn, auch den mit Jana, wir wünschen euch auf alle Fälle gutes Gelingen, auch dann in Russland, dass ihr auch dann endlich mal auch hier Fuß fasst, nach einem dreimaligen Umziehen, ja, und auch dann hier in Kemerow und weiter alles Gute, auch auf euren Wege, ja, denn ich weiß, eure Wege gehen weiter mit Sicherheit, deswegen Gottes Segen auf all euren Wegen und möge ihr auch eine gute Zeit hier verbinden und ja, lasst uns gemeinsam für das deutsch-russische Bündnis arbeiten. Freundschaft. Ja, auch dann du in Russland, wir auch in Deutschland. Ja. Möge die Gerüste auch noch stärker werden. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, Freunde, lang lebe das deutsch-russische Gerüste. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch.